Sonntagabend 21.50 Uhr an der A1 bei Sittensen. Sebastian Fischer und Jana Strohbach haben einen LKW mit einem Tiefkühlanhänger gestoppt. Sowas schreit immer nach einem Verstoß, ne? Das ist einfach so. Siefend. Und das ist einfach auch so einer der Punkte des Sonntagsfahrverbotes. Es muss halt so eine gewisse Eilbedürftigkeit und Verderblichkeit eigentlich im eigentlichen Sinne haben, ne? Und ja, nun, ob der LKW mit seinen 20 Tonnen Fischfood da morgen fährt oder in einer Woche, ist dann egal, ne? Ja, und ich sag mal, Tiefkühl ist bekannt, ne? Dass es nicht erlaubt ist. Maximal so als Beiladung von 10%, was ich schon mal sagte, ne? Das geht. Aber wenn der ganze Zug tiefkühl ist, ist es auf jeden Fall ein Verstoß, ne? Und dann ist es auch egal, was es ist, ne? Kann ja auch gefrorenes Obst sein oder was auch immer, gefroren ist erledigt, ne? Hat er Genehmigung? Nee, ne? Because it's Sunday and you have frozen goods? Frozen. Yeah. Are you allowed? No. You are not allowed to? Okay. Jana Strohbach lädt die Fahrerdaten herunter, um zu klären, wann der Fahrer an diesem Sonntag losgefahren ist. So, er lädt auch. Gut. Mal gucken mit den Schuhen hier. So. Also ich habe ihn gerade mal gefragt, ob er eine Genehmigung hat, weil er mit gefrorenen Sachen fährt. Also hat er gleich von sich aus gesagt, hat er nicht dabei. Er konnte mir nicht, wollte mir jetzt nicht erklären, warum er das gemacht hat. Gibt aber auch eine Sprachbarriere, ne? Er kann nur Polnisch und so ein paar Brocken Englisch und ich spreche kein Polnisch. Also von daher konnte ich ihn jetzt auch nicht verstehen oder er mich auch nicht. Aber wir haben uns soweit zumindest verstanden, dass er eingesehen hat, ne, dass er jetzt nicht hätte fahren dürfen und es trotzdem getan hat. Ne? Gut, gucke ich mir mal die Papiere an und dann lesen wir ihn gleich mal aus. Ob der Fahrer aus Unwissenheit entschieden hat, vor 22 Uhr loszufahren oder die Anweisung von der Spedition kam, für die Polizisten zählt nur die Tatsache. Das ist halt ein Wettbewerbsvorteil, ne? Das ist eine Fahrt mehr. Ob die das in Kauf nehmen? Keine Ahnung, wenn die ganze Spedition so fährt, ne, man erwischt den einen, dann ist es halt mal so, dass man das in Kauf nimmt. Dafür sind aber jetzt vielleicht 10 von der Spedition angekommen, ne? Wer weiß. Also, fresh ist gut, aber das muss hier, Dispo, ne? Dispo-Problem, ne? Nicht deins. Ja? Wann denn? Tomorrow? Ja. Na ja, jetzt ist ja 10 o'clock, no problem, ne? Ja, ja. But before problem. It's for fishing food, ja? Fisch, ja, ja. Fresse. Ah, okay. Ja, sind Fischköder, ne? Gehen in Dänemark auf den Trawler und dann ab in die Nordsee zum Fischen, ne? Also von der Ahnung genau das gleiche in Grün wie bei den anderen auch. Ist halt einfach nur der Unterschied, dass er nicht mehr stehen bleiben muss, weil der Sperrzeitraum quasi justamente jetzt erledigt ist. Ne? Caro, Probleme oder okay? No problem, Caro. No, okay. Okay. Caro, okay ist okay. Wo ist er denn hin? Haben wir Trailer-Dokumente? Ja. Na, da? Gut. So. Can you fill it? Oh, kannst du es ausfüllen einmal? Ja, ja. Dankeschön. Man neigt immer dazu, Englisch zu sprechen, auch wenn sie kein Englisch sprechen. Ich kann auch Deutsch sprechen, ich verstehe da genauso wenig. Und vor allen Dingen ist mein Englisch denn so. Not the yellow from the egg. In der Zwischenzeit liegen die Fahrerdaten vor. Um 21.30 Uhr ist er losgefahren. Ja, Mensch. Man kann es ja mal probieren, ne? Ah. Pech gehabt, würde ich sagen. Ja, also rein gesetzlich ist es 22 Uhr, 22 Uhr, ne? Aber ja, ich meine, man kann da ja auch, ne? 5 Minuten ist jetzt sicherlich nicht das Problem, ne? Aber wenn er jetzt hier eine halbe Stunde, man hat es halt probieren, ne? Hätte klappen können, hat es jetzt nicht. Und ja, von der Ahnung ist es halt wie bei den ganzen anderen auch, ne? Tja, wenn man überlegt, dass das jetzt Köderfische aus Kanada für Dänemark sind, man mag es nicht glauben, ne? Hätten sie. Das ist auch ja verrückt, oder? Norwegischen Fisch nehmen können. Nee, nur aus Kanada rüber geflogen werden. Nee.
Grimsby ist da gestartet in England. Da das wird ziemlich kommt. Teuer, ne? Das da ist er schon, Euro genau. Sein. Which ferry, also welche Fähre haben Sie genommen? Ferry England? Wo denn? Polen. Polen? Polen, ja. Ja, nein, die Ladung, das war doch England, Grimsby. Grimsby. Ja, und ja. Ferry England, Deutschland, England, Holland? England, Holland, Belgien, Frankreich, Deutschland, Lekas, Nord. Which ferry? Ja. Dover-Calais oder was? Dover-Calais. Ja, Ferry? Ja, nee, Ferry. Tunnel? Tunnel, ja. Okay, ah, okay. Eurotunnel. Ja. Ja. Aber das wird teures Vergnügen, ne? Weil halt diese Zugfahrt halt durch den Eurotunnel und so, die ganzen Kosten werden damit draufgeschlagen jetzt, weil das ja halt auch alles im Beförderungsentgelt mit drin ist. Und dann halt die Strecke von England nach Norddänemark, ne? Das ist schon ein bisschen was. Also das wird so ein Ding sein, was so bei zwischen 2.000 und 3.000 Euro am Ende liegen würde, ne? Teure halbe Stunde, sage ich mal, ne? Okay, finish. Also, gut. 22, ne? Nicht vorher, ne? Okay. Tschüss. Tschüss. Der Fahrer darf weiter. Seine Firma bekommt in den nächsten Wochen Post vom Bundesamt für Güterverkehr. Jana Strohbach und Sebastian Fischer machen für heute Feierabend. Es ist nach 22 Uhr. Jetzt dürfen wieder alle Lkw auf der Autobahn fahren.